Ich leite den Bereich Unterhaltungselektronik bei Samsung und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt den Ausblick geben zu können zu unseren IFA-Highlights. Bevor ich das mache, möchte ich aber auf einige Trends eingehen, einige grundsätzliche Gedanken, die wir haben als Samsung, und die würde ich gerne mit Ihnen teilen wollen. Smart, das Wort hören wir überall. Die Menschen, wir gemeinsam, wie wir hier in diesem Saal sitzen, müssen uns in dieser Zeit mit unterschiedlichsten Veränderungen auseinandersetzen. Und diese Veränderungen werden nicht zuletzt durch viele, viele technologische Innovationen getrieben. Bei aller Begeisterung für Technologie, die wir gemeinsam, denke ich, innehaben, sollten wir aber eines immer wieder im Fokus halten, nämlich die Wünsche des Menschen. Wir bei Samsung haben uns als Ziel gesetzt, Technologie und Innovation so zu kombinieren, dass sie den Menschen ein wirkliches Smart Life ermöglichen. Wie tun wir das? Indem wir versuchen, Technologietrends in Anwendernutzen zu übersetzen. Drei Trends werde ich Ihnen aufzeichnen. Der erste ist Internet Everywhere. Das Internet ist nahezu überall. 75% der Deutschen nutzen mittlerweile das Internet. 21 Millionen Deutsche besitzen ein Smartphone mit einem extrem rasanten Zuwachs. Und 21 Millionen Deutsche nutzen Facebook. Gott sei Dank haben nicht alle Aktien, aber wenigstens nutzen sie es. Und was man sehen kann, ist, dass unser Mediennutzungsverhalten hat sich radikal verändert. Soziale Netzwerke boomen, wir erleben ein neues Zeitalter der Kommunikation. Ein Zeitalter, in dem sich Menschen, Inhalte, Smartphone und Co. miteinander vernetzen. Der zweite Trend, Cloud. Es wird sehr viel über Cloud gesprochen. Die Cloud sorgt für eine Allverfügbarkeit von Daten und Anwendungen. Was bedeutet das für den Konsumenten? Ein Zugriff, aber auch das Teilen von Bildern, Video, Dokumenten auf allen, vor allem zunehmend mobilen Plattformen. Und das führt zu einem weiteren Wachstum der produzierten und verbreiteten Daten. Bereits in 2011 wurden ca. 1,8 Zettabyte an Daten erzeugt und kopiert. Und ich kann Ihnen sagen, vor dieser Präsentation hatte ich die Zahl Zettabyte noch nie gehört. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, was es ist, das sind 47 Millionen Jahre ununterbrochen Filmgenuss in HD-Qualität. Und wenn man mal einen Blick in die Zukunft wirft, Richtung 2020, ist unsere Erwartung, dass dieses Datenvolumen um Faktor 50 wachsen wird. Der dritte Trend, Internet of Things, schön Englisch, Dinge. Nachdem das Internet sich von Social Media über Social Media zum Internet of People entwickelt hat, stehen wir nur am Anfang eines Wandels in Richtung Internet of People and Things. Der Anwendungsbereich erstreckt sich dabei von einer allgemeinen Informationsversorgung bis hin über automatische Bestellungen oder auch Warn- und Notfallfunktionen. Ein Beispiel ist ein Kühlschrank, der einem sagt, automatisch, du musst Milch bestellen, oder der einen auf dem Handy anruft, wenn die Kühltemperatur zu hoch ist. Und wir können heute schon sagen, dass mittlerweile schon 10 Milliarden Dinge über das Netz miteinander verbunden sind. Und wir erwarten, dass Richtung 2020 sollen es bis zu 50 Milliarden Dinge sein, darunter Autos, Gebäude und Kameras. Und schon sehr bald werden wir auch Waschmaschinen oder, wie gerade von mir genannt, das Beispiel Kühlschränke im Internet of Things eine Rolle spielen sehen. Durch die Innovationskraft von Samsung werden aus den genannten technischen Trends neue Möglichkeiten für ein Smart Life hervorgebracht. Intelligente CE-Produkte werden Menschen helfen, Neues zu entdecken, Neues zu gestalten und neue Chancen zu nutzen. Smart Life bedeutet für uns bei Samsung, unabhängig von den Endgeräten und Technologien, muss der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Ease of Use. Einfachheit ist ein zentrales Bedürfnis der Menschen. Jedes einzelne Gerät muss einfach und intuitiv zu bedienen sein. Aber es muss vor allem auch geräteübergreifend möglich sein. Inhalte und Anwendungen müssen auf allen Plattformen funktionieren. Unabhängig davon, ob es ein Smartphone, ein Tablet, ein Notebook oder auch ein Fernseher ist. Und der Mensch möchte die Technik quasi nebenbei nutzen. Er möchte sich konzentrieren auf Inhalte, Kommunikation und Interaktion und er möchte seine Erlebnisse genießen und teilen, ohne von der Technologie gestört zu werden. Konvergenz. Konvergenz ist in aller Munde. Und aus unserer Sicht bei Samsung ist die Konvergenz die Antwort auf die Bedürfnisse
der Konsumenten. Konvergenz ist ein zentraler strategischer Baustein bei der Weiterentwicklung unserer Produkte und Lösungen. Deshalb investieren wir als Samsung kontinuierlich in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, Technologie von Menschen für Menschen nutzbar zu machen. Mit Stolz können wir sagen, dass wir aktuell 53.500 Samsung-Entwickler beschäftigen, die in 26 Research-Centern weltweit agieren. Und diese 53.000 Mitarbeiter, Kollegen, die erzielen eine Arbeit mit Ergebnissen, die bei den Kunden gut ankommen. Wenn wir anschauen, was unser Marktforschungsinstitut TNS einmal im Jahr für uns macht, wie denn unsere Markenbeliebtheit in Deutschland ist. Und wir können nicht ohne Stolz dieses Jahr feststellen, dass wir in diesem Jahr erstmalig die beliebteste Marke im deutschen Markt sind. Und diese Anerkennung spiegelt auch weltweit in den Verkaufszahlen einzelner Produkte wider. Ein gutes Beispiel ist unser Galaxy S3 Smartphone. Wir erwarten, dass dieses Gerät in den ersten 3 Monaten seit der Einführung, Mitte Mai, mehr als 10 Millionen Mal verkauft worden wird. Und das wäre ein absoluter Verkaufsrekord in der Samsung-Geschichte. Jetzt komme ich zu den Produkt-Highlights. Und ich freue mich, diese jetzt vorstellen zu können. All diese Produkte sind Bestandteil unserer Smart-Produktfamilie. Was sind die Kriterien für Smart? Wir haben sie hier in Englisch aufgeschrieben, aber auf Deutsch bedeutet es einfache Bedienbarkeit, hochwertiges und gleichzeitig funktionelles Design, aber auch eine Konnektivität, die ganz einfach zu verstehen ist. Bevor wir uns die Produkte anschauen, würde ich gerne die Miss Eva bitten, aufs Podium zu kommen. Wir haben sie bereit gefunden, in ihrem vollen Terminkalender uns zu unterstützen. Recht herzlichen Dank dafür. Und die Miss Eva wird mir helfen, die Produkte zu präsentieren. Fangen wir an mit dem ersten Produkt. Die Smart Kamera EX2F. Sie ermöglicht ein grenzenloses Wi-Fi-Erlebnis. Mit ihren Fotos werden binnen Sekunden in soziale Netzwerke oder E-Mails übertragen. Mit Wi-Fi Direct verbindet die Kamera sich mit unterschiedlichsten kompatiblen Geräten, wie Smart TV, Smartphone oder Tablet, und tauscht ganz einfach diese Inhalte aus. Über die Remote Viewfinder-Funktion kann die Kamera über ein kompatibles Smartphone gesteuert werden und ermöglicht damit ganz neue Fotografieerlebnisse. Danke. Kommen wir zum nächsten Produkt, und das werde ich Miss Eva nicht bitten, hochzuheben. Das ist der Printer Farblaser Multifunktionsgerät 3305. Außerordentlich kompakt in der Bauweise, im trendigen Weiß, einfach zu bedienen und bietet eine hohe Druckqualität. Wir haben ein spezielles Mobile Print App entwickelt, und diese App ermöglicht es, dass der Drucker für Homeoffice oder kleine Büros per WLAN direkt von mobilen Endgeräten angesteuert werden kann. Intelligente und effiziente Bodenreinigung hat bei uns einen Namen, Navibot. Das Visionary Mapping System, wunderschönes Englisch, erfasst aber per Digitalkamera 30 Bilder pro Sekunde, und somit erstellt der Navibot einen virtuellen Lageplan und stellt sicher, dass auch wirklich jede Stelle im Raum optimal gereinigt wird. Und wenn dann mal das Energiepegel gesunken ist, fährt der Navibot automatisch zu seiner Ladestation zurück, um nach dem Aufladen seine Arbeit genau dort wieder anzufangen, wo er aufgehört hat. Dieses Gerät gibt es in 2 Farben, aber vor allem gibt es es als Wahl mit oder ohne Staubentladestation. Dann das Optical Smart Hub. Das Optical Smart Hub ist ein mobiler Media-Server, der auch eine DVD-Abspiel- und Aufnahmegeräteinheit in sich hat. Das Gerät kommuniziert mit kompatiblen Smartphones, Tablets, Smart-TVs und ermöglicht ein einfaches und drahtloses Wiedergeben und Sichern von Inhalten. Der Zugriff erfolgt drahtlos über die Optical Smart Hub App oder über DLNA. Ein kleiner Star in unserer Range. Kommen wir zum nächsten Produkt. Die Smart Station. Nicht nur ein Monitor, sondern mit der Smart Station präsentieren wir das erste Designmodell für das Consumer Premium Segment im Bereich Display, im Bereich Monitoren.
Die Farbqualität dieses Produkts wird durch Samsung Natural Color Expert Technology auf höchstem Niveau gebracht und das schaffen wir sogar in WQHD-Auflösung. Über die MHL-Schnittstelle können auch Smartphones oder Tablets angeschlossen werden. Erstmalig bei uns in der Range. Kommen wir zum Bereich TV. Sie sehen als erstes Produkt den 65 Zoll 8090. Gehört zu der Range 8090, wie sie jetzt schon im Markt ist, nur jetzt eine Bildschirmgröße größer, 65 Zoll. Ein absolutes Premium-Produkt. Auch hier ist integriert die Sprach- und Gestensteuerung, wie Sie die von den anderen 7er und 8er Geräten kennen. Die 800 Hertz Clear Motion Rate stellt Bewegung unglaublich fließend dar. Ein absoluter Knaller, Hingucker und eines unserer Highlights auf dieser IFA ist aber unser 75 Zoll ES9090. Mit diesem Gerät sind wir wieder zurück in der 9090 Kategorie. Ein sehr, sehr schönes Gerät in einem einzigartigen Gehäuse, gehalten in Roségold. Und vor allem die Rahmendünne ist unglaublich in dieser Bildschirmgröße. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Punkt und ein freundlicher Hinweis, dass ich mich freue auf einen Besuch auf unserem IFA-Stand, weil dort wird unser absolutes Highlight sein, der Samsung OLED-Fernseher. Wir werden zu einem ganz großen Teil unseren Auftritt auf der IFA um diesen OLED-Fernseher, um diese OLED-Produkte aufbauen und wir werden im Stand in Halle 20 Sie ganz gerne willkommen heißen, um diese neue Technologie gemeinsam mit uns anzuschauen. Aber unsere Display-Strategie, die hört nicht nur bei Smart Stations oder Smart TV auf. Denn mit der Einführung von Windows 8 werden wir die Möglichkeit haben, unsere Mehrscreen-Technologie erlebbar zu machen. Wir sind ein Entwicklungspartner von Windows 8 und wir wissen genau dadurch, welches Potenzial für Nutzern mit diesem neuen Betriebssystem geboten werden. Und die Kombination aus der richtigen Hardware, der Cloud und Windows 8 wird Nutzern neue Möglichkeiten in ihrem digitalen Umfeld eröffnen. Sowohl in der privaten Nutzung als auch im Firmenumfeld. Unsere Mehrscreen-Technologie wird die Cloud mit Windows 8 greifbar machen. Auf dem Smartphone, auf dem Tablet, aber auch auf Notebooks. Mit dem Serie 9 Notebook stellen wir unser absolut Premium-Highlight im Bereich Notebooks vor. Und wie Sie gut sehen können, hat das Gerät ein sehr edles, gebürstetes Aluminiumgehäuse und hat eine sehr edle Optik. Das Gerät verfügt über ein Backlit-Keyboard und das ist in der Größe dieser Notebooks außerordentlich besonders, so etwas zu haben. Und damit kann man auch im Dunkeln, in der Dämmerung sehr gut arbeiten. Aber auch die inneren Werte dieses Produktes werden überzeugen. Neueste Intel-Prozessortechnologie, eine Solid-State-Drive, aber auch Samsung Smart Fast Start werden dem Anwender mit entsprechender Höchstleistung und Geschwindigkeit begeistern. Wenn Sie einmal so ein Produkt gehabt haben, würden Sie nichts anderes mehr haben wollen, das kann ich Ihnen garantieren. Und es wiegt nur 1,2 Kilo. Am Flughafen merkt man das ganz schnell, weil die Schulter nicht mehr so wehtut. Und es ist 1,29 cm dünn. Das Letztere musste ich von meinem koreanischen Business Manager unbedingt nochmal sagen, 1,29. Wunderschönes Produkt. Hiermit möchte ich die Miss IFA recht herzlich bedanken für die Unterstützung. Und ich wünsche der Miss IFA eine sehr, sehr gute, positive Messe. Sie hat sicherlich sehr viel auch zu tun in den kommenden Wochen.